Die Musik unseres Rockrequiems ist mit Sicherheit außergewöhnlich, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Aber eigentlich noch viel außergewöhnlicher ist die ganze Geschichte dieses Opus von den ersten Anfängen über die vielen Konzerte und die beiden großen Produktionen. Mein Freund und langjähriger musikalischer Weggefährte Martin Schuster, er ist ja selber ein Teil dieses Rockrequiems, hat mich vor kurzem dazu bewogen, doch mal diese ganze Geschichte aufzuschreiben, um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und ich habe darüber nachgedacht und habe eine Zeit lang gebraucht, mich dazu zu entschließen, weil das Stück ist Teil meiner Biografie und das Ganze konnte natürlich nur sehr persönlich werden. Dann habe ich mich dazu entschlossen, inzwischen ist das Buch da. Es sind doch über 200 Seiten geworden mit sehr vielen Abbildungen, fast 100 Fotos. Und ich glaube, es ist eine wirklich ebenso spannende wie auch teilweise amüsante Dokumentation unseres Opus geworden. Die ursprünglichen Wurzeln liegen in den frühen 70er Jahren. Da bin ich aus der schwäbischen Provinz, aus Neu-Ulm, nach München gezogen. Und einer meiner neuen Klassenkameraden dort war Klaus Heimal. Mit dem habe ich dann meine erste ernsthafte Band gegründet. Wir haben sie Föhn genannt. Irgendwann wurde dann Christian Kapitz mein Nachbar, frisch diplomierter Kirchenmusiker und Kantor in der Gemeinde meines Vaters. Und wir entdeckten beide sehr schnell, dass wir ein gemeinsames Faible für Versuche hatten, Klassik mit Rock, Pop, Jazz zu verbinden. Es gab damals den Begriff Crossover zwar noch nicht, aber schon viele gute Versuche oder einige gute Versuche, die musikalischen Welten zu verknüpfen, zum Beispiel von John Lord mit seinem Deep Purple oder auch Purple Arm. Wir hatten quasi das Instrumentarium, Christian Kapitz hatte seine Kantorei und gerade das Bach-Kollegium gegründet, ein inzwischen renommiertes Münchner Orchester. Ich hatte meine Bandmusiker, es lag also irgendwo nahe, dass wir uns eines Tages an einem solchen Projekt versuchen würden. Dann starb ganz überraschend unser gemeinsamer Freund Lothar Thorand, ein begnadeter Nachwuchsgeiger, der aber neben seiner Klassikkarriere auch öfters mal in unserer Band Auftritte mit ganz tollen Violinsoli veredelte. Christian hatte dann ganz spontan die Idee, wir schreiben für Lothar eine Art modernes Requiem und versuchen darin unsere Vorstellungen, Klassik auf der einen, Rock-Pop auf der anderen Seite zu verbinden, zu realisieren und widmen das ganze Lothar. Und das war die eigentliche Geburtsstunde unseres Rock-Requiems. Es vergingen dann noch fast 3 Jahre bis zur Realisierung der Uraufführung in München in der Christuskirche. Die war großartig, hoch emotional, tief bewegend und das nicht nur für uns Mitwirkende, sondern auch für das Publikum. Das war deutlich zu spüren. Es war danach eigentlich allen Beteiligten klar, es konnte nicht bei diesem einen Konzert bleiben. Andererseits war es wahnsinnig schwierig, Veranstalter für eine derartig aufwendige Produktion zu finden. Wir haben es dann doch geschafft, haben erstmals auf einem Kirchentag gespielt in Nürnberg, phänomenal tolle Konzerte und anschließend einige große Open Airs, zum Beispiel in Regensburg und das legendäre im Theatron München. Natürlich stand auch ganz schnell die Idee im Raum, eine Platte zu produzieren, aber wie das Ganze realisieren bei einem so unkommerziellen, aufwendigen Großprojekt, das so völlig jenseits jeden Mainstreams lag. Irgendwie haben wir es dann doch geschafft, und zwar allein, ohne Plattenfirma, mit geliehenem Geld von vielen guten Freunden. Es war ein Unternehmen am Rande des Abgrunds, wirklich ohne Netz und doppelten Boden quasi. Wir haben ein aufwendiges, opulentes Album produziert und dabei wirklich alle guten Ratschläge von Experten in den Wind geschlagen, weil wir es so machen wollten, wie wir es uns selber vorgestellt hatten. Es hat sich insofern ausgezahlt, als es bei seinem Erscheinen sofort eingeschlagen hat.
und nicht von wenigen Kritikern in eine Reihe mit eben diesen großen epochalen Crossover-Werken gestellt worden ist. Die ersten Jahre war das Unternehmen eine einzige Erfolgsgeschichte. Die Platten fanden reißenden Absatz, wir haben sie bei Konzerten verkauft. Wir haben es tatsächlich geschafft, bei drei großen deutschen Rundfunkanstalten 90-Minuten-Sendungen zu bekommen mit Vorstellung des gesamten Werkes und Interview. Etwas, was inzwischen undenkbar ist. Also innerhalb kürzester Zeit hat sich das Stück zu so etwas wie Kult entwickelt und es war in der Tat schon so etwas wie ein modernes Märchen. Bis 1985 haben wir es tatsächlich geschafft, die Produktionskosten von knapp 200.000 D-Mark einzuspielen. Alle Musiker, alle Investoren waren ausgezahlt und dann war auch ein bisschen die Luft raus. Es gab erste Probleme mit dem Verlag. Die Musiker hatten alle ihre eigenen Projekte. Christian, Martin und ich haben an einem Nachfolgeopus Cosmogenia geschrieben. Also es schien damals ein bisschen das Ende unseres Rockregiments zu sein. Doch es war nicht das Ende. 1999 haben wir ein erstes großes Revival-Konzert im Münchner Theatron gegeben und dem folgten dann einige ab 2004 in diversen deutschen Städten. Es war sehr spannend, weil wir auch nicht wussten, ob quasi zwei Generationen nach seinem Entstehen, zwei musikalische Generationen nach seinem Entstehen, das Werk noch funktionieren würde, die Menschen noch berühren würde. Und das hat hundertprozentig gepasst. Es war fast noch besser als in seiner ersten Zeit. Und das hat uns auch motiviert, eine alte Idee wieder auszugraben, die wir immer im Herzen getragen hatten, das Stück eines Tages zu verfilmen. Diesen Traum hatten wir tatsächlich nie ganz aufgegeben und plötzlich ergab sich aus dem Nichts die Gelegenheit. Ich habe Matthias Möllner kennengelernt, einen Fotografen und Filmemacher. Gleichzeitig ist der Kontakt nach Lviv entstanden, das frühere Lemberg, eine ukrainische Stadt mit unglaublich toller Musikszene. Wir haben dort Bogdan Stefura kennengelernt, einen Toningenieur, der sein Studio im Gebäude des staatlichen Fernsehens hatte. Also es hat wirklich alles zusammengepasst. Und nach spannender Vorbereitung haben wir tatsächlich eine zweite Großproduktion gewagt. Wieder quasi ein Ritt auf der Rasierklinge, wieder mit geliehenem Geld von sehr guten Freunden, wieder ohne Plattenfirma im Rücken. Eine unfassbar spannende und kreative Zeit, aber ich glaube, der Film, die DVD, die entstanden ist, kann sich wirklich hören und sehen lassen. Seither spielen wir das Rockregiment immer wieder, sofern sich die Gelegenheit dazu bietet. Es ist nach wie vor nicht leicht dafür Veranstalter zu finden, weil es einfach eine opulente Großproduktion ist. Andererseits brauchen wir eigentlich nur einen motivierten Dirigenten, meistens sind es Kantoren mit entsprechendem Ensemble, also einem Chor und einem Orchester. Und im Zusammenspiel mit unserer Rockregiment-Band, die es nach wie vor gibt und die dann anreist, klappt das in der Regel ganz, ganz toll, es sind schöne Konzerte. Und kommendes Jahr wollen wir im November, dann wird das Stück sage und schreibe 40 Jahre alt, dieses Jubiläum mit einem großen Konzert an der Christuskirche München, dem Ort der Uraufführung, noch einmal entsprechend feiern. Was danach kommt, keine Ahnung. Aber vielleicht muss ich eines Tages eine Fortsetzung meiner Rockregiment-Story schreiben, wer weiß das schon. Apropos, das Buch ist ab sofort käuflich zu erwerben, sowohl im ganz normalen Buchhandel als auch natürlich über unseren Shop auf unserer Internetseite www.rock-regiem.de.